Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru, heute mit Red Bull in der Winter Edition und der Sorte Zwetschge Zimt Nelke. Ja, da muss ich wirklich zweimal hinschauen. Zwetschge Zimt Nelke, tatsächlich. Das ist die Red Bull Winter Edition. Zwetschge ist eine Unterart der Pflaume, habe ich gerade mal Wikipedia geschaut. Und das werde ich gleich mit euch zusammen testen. Unglaublich, oder? Also Pflaumen-Red Bull, kann man sagen. Und Zimt-Nelke, das kenne ich noch als Kind, da hatte ich mal Zahnschmerzen, da hat man auch mal so Zimt-Nelke drauf gemacht, damit ich die Nacht durchschlafen konnte, weil Zimt-Nelke bei Zahnschmerzen soll helfen, zumindest die Nelke soll so ein bisschen den Schmerz daraus, habe ich mal gehört. Und ob das jetzt ein Red Bull gegen Zahnschmerzen ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und deswegen habe ich auch bei dem Video hier Produktplatzierung angehakt. Ich bekomme kein Geld für das Video, das ist ganz, ganz wichtig. Sondern ich teste es einfach für euch, damit ihr wisst, wie das wohl schmeckt. Weil ich halte es tatsächlich für interessant. Und das ganz besonders in der Sorte. Die Sommer Edition habe ich ja auch schon getestet. Und bevor ich das mache, lüfte ich noch ein kleines Gesundheitsgeheimnis vom Junkfood-Guru. Na, könnt ihr erraten, was das ist? Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr, das trinke ich mittags immer. Ich mache immer Fotos davon, aber ich trinke es im Wechsel mit Apfel, Möhre, Ingwer, trinke ich dieses Getränk. Und es ist rote Beete, richtig, Apfel, Sellerie. Krasses Zeug, oder? Davon nehme ich jetzt einen Schluck. Und da wisst ihr auch schon, ich kann das trinken, ohne mit der Wimper zu zucken. Denn Junkfood-Guru hat wirklich krasse Geschmacksnerven, auch was Gemüse betrifft. Aber damit ich mir jetzt nicht den Geschmack vom Red Bull versaue, muss ich jetzt mal ein bisschen Wasser noch hinterher trinken, weil rote Beete, Apfelsellerie hat schon einen sehr speziellen Geschmack, aber ich kaufe mir das wirklich jeden Mittag frisch beim Obstmann um die Ecke. Mega Produktplatzierung hier beim Junkfood-Guru. Obst wird hier platziert. Ja, nein, aber gleich geht's los mit dem Red Bull. Ich schau mal kurz drauf, wie viele Kalorien. Der hat 45 Kalorien auf 100 Milliliter, 11 Gramm Zucker. Hätte ich mit mehr gerechnet auf 100 Milliliter, muss ich ganz ehrlich sagen. 11 Gramm geht tatsächlich noch. Taurin ist drin, Koffein ist drin, Vitamine sind drin. Ist denn hier auch Saft drin? Wo ist denn der Saft, ihr Lieben? Schaut mal ganz kurz auf die Zutaten, wenn ich mein Wasser hier austrinke. Die Sommer-Edition von Red Bull war übrigens Pink Grapefruit. Und die war richtig geil, habe ich gemocht. Aber ich sehe gar keinen Saft. Naja, es geht... Ach, Aromen sind hier drin. Okay. Interessant. Bin ich mal gespannt. Naja, dass Red Bull kein Smoothie ist, ist mir auch bewusst. Also was soll man da Obst reinhauen? Das ist ja ein Soft- und Wellness-Trick. Ach, guckt euch das mal an. Die Farbe ist ja mal mega geil. So lila wie die Dose, ja. Da ist das Produktversprechen schon mal... Und das riecht auch krass. Wow, das sieht aus, als würde ich hier Rotwein trinken. Das riecht nach Pflaume. Es riecht echt nach Pflaume. Vergleich das mal ganz kurz mit meinem Smoothie hier im Check. Krass, oder? Boah, also, man muss es auf jeden Fall einmal gerochen haben. Das kann ich empfehlen. Zwetschge, Zimt, Nelke, ihr Lieben. Ich nehme den ersten Schluck mit Taurin und Koffein. Oh, die ist natürlich ein bisschen süßer und schmeckt dann auch Red Bullig. Es schmeckt Red Bullig. Die typische, was andere Leute so als Gummibären-süße Bezeichnung von Red Bull, kommt hier auch noch ganz stark durch. Ich schmecke auch die Zwetschge raus, also das Pflaumige. Und Zimt-Nelke vielleicht als mega kleinen Hauch, aber es schmeckt durchaus lecker. Würde ich es nochmal kaufen, ist die Frage natürlich, oder würde ich es kaufen? Für den Winter. Ich glaube, es muss auch ein bisschen kälter werden. Warm würde ich es aber trotzdem nicht trinken. War mir, glaube ich, ganz, ganz widerlich. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Und ich finde es tatsächlich auch lecker. Wenn ich jetzt Durst auf Pflaumen hätte und wäre müde, würde ich es, glaube ich, sogar trinken. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt die Red Bull Winter Edition Zwetschge Zimt Nelke, die viel, viel besser schmeckt, als sie sich anhört. 8 Punkte, ihr Lieben. Das war's von mir, Red Bull und meine Gesundheitsmusik. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, weiterempfehlen. Und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Bis dann!